Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Minecraft, zu den Nebelchroniken in den Nebellanden, wo ich, der Herr Lord Regent, gerade dabei bin, ein paar Bücher noch zu bauen. Beziehungsweise ein paar Bücherregale. 21, mehr haben wir da nicht rausgekriegt. Brauche ich mehr Holz. So. So, 42 Bücherregale. Die sollen erstmal eine ganze Zeit lang reichen. Habe ich eigentlich irgendwo Bücherregale gestapelt, untergebracht, wie auch immer? Ich glaube nicht, ne? Ist das dunkel? Nee. Nee, hier hatte ich ja schon geguckt. Hier haben wir eigentlich sowas nicht. Glas! Nehme ich gleich Glas mit. Leicht hellblaues Glas. Hätte ich da gerne für die Butze. Hellblaues Glas. Und ein bisschen schwarzes Glas. Wisst ihr ja, das schwarze Glas nehme ich immer gerne für Schlafzimmer und so weiter, weil man da halt schlechter durchgucken kann. Ach ja, bis ich ankomme. Ist dunkel, da können wir auch eine Runde pennen. Ja, wenn man in dem Stil, also so ungefähr, muss ja nicht immer hundertprozentig genauso sein, so 3-4 Häuser hier innen drin irgendwo in der Gegend baut, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Man sagt, alles klar, hier drüben könnte man so ein ähnliches machen, nur halt dann nicht mit den Steinen, sondern vielleicht eher aus Holz. Oder man sagt, alles klar, das macht man hier oben beim Steinmetz, baut man nochmal so eins hin mit roten Steinziegeln und so weiter. Und dann auch gedreht, dass es quasi längs steht und so weiter und so fort. Gute Nacht. So, guten Morgen. Ja, und dann kann man auch, der eine hat vielleicht einen Garten dabei, der andere, der hat einen Zaun dabei und so kleine Abwandlungen und Variationen und dann sieht das, denke ich mal, auch ganz gut aus. So. Jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt hier hellblaue Gläser reinflansche. Sieht das ganz gut aus. Kann man lassen. Gut, jetzt hier haben wir gesagt, machen wir das schwarzen Gläsers rein. Mal eben gucken, wie es ausguckt. Na doch, das kann man so lassen. Das können wir so lassen. Oh, jetzt geht das los mit Basteleien. So ein Bücherregal. Dann machen wir hier einfach ganz normal den damit dran und eine Kiste ans Fußende des Bettes. Hier vorne machen wir dann den roten Teppich lang, wie angesprochen. Einmal roter Teppich bitte für den Herrn Lord Regenten, damit er hier ein bisschen Sachen verlegen kann. So, dann ist das aber ein Zimmer für einen alleine, ne? Naja, dann ist das so. Und hier unten, da sieht man ja, dass da no Teppich, sondern ganz ordinäres und einfaches, bodenständiges, bürgerliches Holz.
So. Dann brauchen wir hier einmal so einen Bilderrahmen. Das kommt daher und das Bötchen. So, kann ich jetzt noch einen zweiten Rahmen mit dazu basteln? Man erkennt, glaube ich, dass es ein Boot sein soll, ne? Ja, ist halt ein bisschen schade, dass es nicht anders funktioniert momentan. So, die Decke. Decke. Also, was machen wir die? Muss ja auch irgendwie eine Holzart sein, wa? Der Fichte können wir sie theoretisch nicht machen. Möchte ich auch nicht. Hier so ein Arsch Schwarzeichenholz mal umgewandelt und dann mal ein paar Schwarzeichenholz. Halbstufen gemacht. Dann klatschen wir da einfach Halbstufen oben rein. So, gucken wir mal, wie das aufgeht. Wenn das so aufgeht, wie ich es mir denke, ist es sehr schön, weil da können wir nämlich noch designertechnisch etwas machen. Okay, das funktioniert. Dann können wir jetzt designertechnisch was machen. Ist, glaube ich, zwar ein totaler Aufwand, aber wird sich hoffentlich lohnen. Dann machen wir zack. Und zwar brauche ich jetzt als erstes nochmal einen so. Einen so. Der kommt weg. Dann brauche ich jetzt die Stufen. So, und ihr könnt euch ja schon denken, was jetzt hier wird, ne? Sicher könnt ihr das. So. Der Eingang hier, der wird wahrscheinlichst... Wird er hier sein? Hier. Der Häuptling hat gesprochen. Lehm. Und zwar für Lehm ein paar freudige Farben. Weil von außen mag es vielleicht so ein bisschen düster und dunkler aussehen, aber innen drin ist doch eigentlich ganz schön und nett gemacht. So vom Grundprinzip her, würde ich jetzt mal behaupten. Sag ich jetzt mal, ne? Siehst du mal? Nicht der erste Blick und Eindruck zählt, sondern auch das, was dahinter steckt. Ganz wichtig, große alte ostsibirische Bauernweisheit. Ach, Freunde. Ich könnte mich hinlegen und schlafen. Was wollte ich? Lehm. Lehm in freundlicher Farbe. Freundliche Farbe, sowas wie... Nein. Dunkles Grün. Da müsste man eigentlich dann auch das Schlafzimmer in dunklem Grün machen. Grau. Helles Grau. Hellgraue Keramik. Sind das jetzt die hier Muster machen? Nee. War das Beton? Hallo, ich würde gerne suchen.
Nee, wie war denn das mit Beton? Zement? Gelbe Wolle? Weißer Teppich? Nee, wie war denn das mit dem Zement? Jetzt bin ich aber baff. So ein bisschen. 31 werden, by the way, überhaupt gar nicht reichen. So viel haben wir davon auch nicht mehr. Und hellgrauen Farbstoff haben wir auch nicht mehr zu viel. Müssen wir doch irgendwann hier unsere Spawner aufbauen, damit wir genügend Skelette haben. Müsste ich eigentlich immer noch ein bisschen gucken, wann ich hier welchen Spawner gefunden habe. Alle zusammenziehen, die ich kaputt gemacht habe, und dann brauchen wir ja auch noch eine Arena. Das ist ja das Nächste. Muss ich gucken, dass ich hier irgendwo... Naja, es wird auf jeden Fall außerhalb der Mauern dann sein, so ein Arena-Platz. Na gucke, das sieht doch freundlich aus. Und ich glaube, die Keramik wird auch nicht reichen. So. Jetzt hänge ich hier erstmal vorerst nochmal zwei Fackeln mit hin. So, und das andere, das bekommt seinen Eingang hier. Ah doch, reicht sogar. Hervorragend. Können wir auch hier dann den Boden ausheben. Und es wird Nacht. Das heißt, der Monstren sind bald unterwegs. Gegen die ich mich verteidigen muss. So, erstmal mal Licht, Licht, Licht. Überall Licht. Und das war's mit der Schaufel. Ich brauche eine neue. So. Haben uns gleich zwei. So. Weiter geht der Buddelei. So, hier könnte man dann irgendwie den Granit auslegen, habe ich mir gedacht. Wäre doch gar nicht so verkehrt, ha? Huh? Es dunkelt, ich muss jetzt ins Bett. Gute Nacht. Guten Morgen. So, Granit werden wir aber, denke ich mal, nicht da haben. Das ist so auch richtig, deshalb holen wir jetzt was. Ich sollte mir echt irgendwie jedes Mal so einen Esel mitnehmen, der immer einen Stack von allem dabei hat. Nur falls ich es brauche. Aber ich glaube, unser Haus, das wird ganz schön. Bin ich der festen Überzeugung von. Und die Hundis sehen das auch so. Ich mache mein Lied weiter. So, Freunde. Und dann sage ich vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein, fürs Zuhören, Zusehen, whatever. Und ja, wünsche euch dann noch was. Wir sehen uns dann am morgigen Tage hoffentlich wieder. Oder am übermorgigen Tage, je nachdem. Und bis dahin, Freunde, wünsche ich euch was. Macht's gut und Wiedersehen.